Ja, wir wollen heute als erstes mal darauf schauen, ob diese Randwertprobleme, die wir die ganze Zeit uns anschauen, ob die überhaupt eine Lösung haben und ob die eine eindeutige Lösung haben. Dazu möchte ich noch mal kurz zusammenfassen, was wir in der letzten Vorlesung gemacht haben. Und das war konzeptionell vielleicht ein bisschen schwierig, aber am Ende ist die Summary, also das, was wirklich rauskam am Ende, war sehr, sehr kurz. Wir sind angefangen damit, dass wir ein spezielles Sturm-Liouville-Problem uns angeschaut haben. Nämlich erstmal, das war die allgemeine Form dieses Sturm-Liouville-Problems. Wir haben gefordert, dass p von t größer gleich p0 größer 0 ist, q von t größer gleich 0 und unter anderem unsere Poisson-Gleichung, die wir uns angeschaut haben, die erfüllt diese Voraussetzungen natürlich. Ach, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal vergessen. Wir fordern auch noch zusätzlich, dass das p differenzierbar ist, sonst macht dieses py-Strich-Strich hier vorne nicht allzu viel Sinn. Okay, das ist die Differentialgleichung und für die Randwerte geben wir ein gemischtes Problem vor, nämlich y von a gleich 0 und y' von b gleich 0. Betrachten das Ganze also auf dem Intervall AB. Okay, und natürlich suchen wir dabei eine Funktion y aus C2, die diese Voraussetzung und diese Bedingungen hier oben erfüllt. Wir haben dieses Problem umgeschrieben in ein Variationsproblem. Und im Wesentlichen suchen wir jetzt ein y, das interessanterweise nur noch in C1 liegen muss, mit der Bedingung, dass y von a gleich 0 ist, und der zusätzlichen Bedingung, dass b von y, v gleich f von v ist für alle v Element x. Und das b und das f dabei waren so definiert, wie das hier unten steht. Okay, das heißt also, wir konnten unsere Differentialgleichung, unsere gewöhnliche Differentialgleichung, umschreiben in eine andere Gleichung, die nur noch Integrale enthält, also eine Art von Integralgleichung, Variationsgleichung. Und das haben wir dann anschließend nochmal wieder umgeschrieben. Wir haben nämlich diese Variationsgleichung umgeschrieben in ein Minimierungsproblem. Und zwar haben wir definiert die Funktion oder das Funktional i von v gleich 1 halb b von v, v minus f von v. Und wir haben gezeigt, dann ein Y ist genau dann Lösung der Variationsgleichung hier oben, wenn es ein Minimierer dieser Funktion hier unten ist. Okay, ich möchte gerne einen Existenz- und Eindeutigkeitssatz beweisen. Und ich werde mich dabei ausschließlich auf diese letzte Formulierung konzentrieren. Das heißt, ich muss irgendwie beweisen, dass dieses i hier vorne tatsächlich einen Minimierer hat. Man sieht schnell, sehr schnell, dass es tatsächlich nach unten beschränkt ist. Das heißt, dass das i von v hat mit Sicherheit ein Minimum, aber es ist völlig unklar, ob dieses Minimum tatsächlich angenommen wird. Und das ist die Frage, die uns hier beschäftigen wird. Wird dieses Minimum, das dieses i hat, tatsächlich angenommen oder wird es nicht angenommen? Wenn es angenommen wird, wunderbar, dann ist das eine Lösung unserer Variationsgleichung, damit in einem erweiterten Sinn auch Lösung unseres Randwertproblems. Aber wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Okay, gut. Das heißt also, ich möchte die Existenz eines Minimierers beweisen. Typischerweise, wenn Sie sowas schon mal gesehen haben und zumindest beim Banachschen Fixpunktsatz haben wir sowas Ähnliches schon mal gesehen, was man macht, ist, man konstruiert eine Folge, zeigt, dass das eine Cauchy-Folge ist, nutzt dann irgendwie die Vollständigkeit des Raumes aus und sagt dann, okay, das ist jetzt ein Minimierer. Das heißt, eine Voraussetzung dafür, dass wir solche Sätze anwenden können, dass wir die Existenz eines solchen Minimierers zeigen können, ist praktisch immer, dass der zugrunde liegende Raum vollständig ist. Na gut, C1, wir arbeiten hier im Wesentlichen auf C1. Das heißt, welche Norm müssen wir nehmen? Naja, wir müssen sowas nehmen wie die unendliche Norm der Funktion plus die unendliche Norm von f'. Da haben wir am Anfang mal notiert, dass dann tatsächlich die stetigen Funktionen, die differenzierbaren Funktionen vollständig sind. Jetzt habe ich am Anfang schon gesagt, die unendliche Norm oder die Supremumsnorm ist eine sehr unangenehme Norm. Insbesondere können wir dann ganz viele Sachen, die Sie in der linearen Algebra gelernt haben, einfach nicht mehr verwenden, weil die sich ausschließlich auf euklidische Räume oder auf Hilberträume beziehen. Das heißt, was wir hier gerne machen würden, ist, wir würden uns gerne auf Hilberträume
also auf euklidische Räume mit Skalarprodukt zurückziehen und diese Sätze auch verwenden. Und das Problem ist dann, dann ist unser Raum nicht mehr vollständig und wir haben alles verloren. Die Alternative könnte ja sein, okay, wir definieren uns ein vernünftiges Skalarprodukt, aber wir erweitern unseren Raum ein bisschen, so dass er tatsächlich vollständig wird. Das heißt, wir arbeiten nicht mit C1, sondern wir nehmen ein bisschen größeren Raum, der dann aber tatsächlich ein vollständiger Raum ist. Und vielleicht macht dieser Raum dann ja physikalisch sogar in einer gewissen Weise Sinn. Ich möchte das erstmal motivieren, indem wir uns mal anschauen, die Betragsfunktion. Ja, und zwar, also wir nehmen mal f, eine Funktion von minus 1, 1 nach r und f von x gleich x Betrag. Wenn wir uns die anschauen, die sieht ungefähr so aus. In einem Gleichungssystem, in einem Koordinatensystem. Und da sieht man ja, die Funktion ist ja fast überall differenzierbar. Also hier wäre die Ableitung minus 1, hier wäre die Ableitung 1. Nur an einer einzigen Stelle ist sie nicht differenzierbar. Naja, im Sinne der L2-Funktion ist das eine Nullmenge. Wir haben es hier nur mit Integralen zu tun. Vielleicht ist das gar nicht so wichtig, dass es an dieser Stelle nicht integrierbar ist. Erste Idee. Zweite Idee. Überlegen wir uns doch mal, was haben wir bis jetzt benutzt eigentlich von den differenzierbaren Funktionen? Warum waren die für uns wichtig? Naja, wir haben bis jetzt die partielle Integration benutzt. Das war immer der entscheidende Punkt. Ja? Die partielle Integration haben wir genutzt, um hier die ganzen Gleichungen, um diese ganzen verschiedenen Formulierungen ineinander umzuschreiben. Das heißt, für uns ist gar nicht so wichtig gewesen, dass die Funktion wirklich differenzierbar ist, sondern für uns war wichtig, dass die Funktion diese Eigenschaft der partiellen Integration hat. Okay, dann liegt doch vielleicht die folgende Definition nahe. Eine Funktion y Strich aus L2 von AB heißt schwache Ableitung einer Funktion y aus L2 von AB falls partielle Integration funktioniert. Ja, und das heißt also, falls das Integral von A bis B y' von t phi von t dt gleich minus dem Integral A bis B y von t phi Strich von t dt ist. Ja, und das heißt, das würde bedeuten, partielle Integration funktioniert. Und jetzt muss ich noch sagen, für welche Funktionen phi das denn funktionieren soll. Naja, normalerweise kommt ja noch ein Randwert. Das heißt, da sollte irgend sowas sein wie phi von a gleich phi von b gleich 0, damit dieser Randwert wegfällt. Und naja, damit das phi Strich da vorne vernünftig definiert ist, fordere ich einfach mal, das soll richtig sein, für alle phi aus c 0 unendlich von ab. Und das heißt insbesondere, dass der linke und rechte Rand gleich 0 sind, dass phi von a gleich phi von b gleich 0 ist. Und das heißt, dass tatsächlich auch bei der normalen partiellen Integration hier die Randwerte wegfallen würden. Okay, also wo ist der Unterschied zwischen unserer normalen Ableitung und dieser Definition hier vorne? Na, also normal ist die Differenziation natürlich punktweise definiert und wir folgern dann daraus die Formel für die partielle Integration. Und hier sagen wir einfach, alle Funktionen, für die die partielle Integration funktioniert, die nennen wir differenzierbar. Um das zu unterscheiden zu können, nennen wir die schwach differenzierbar. Jetzt ist natürlich die Frage, macht das überhaupt, also erstmal, erstes Korollar, sollten wir vielleicht mal ganz wichtig festhalten. Korollar.
falls eine Funktion y in C1 ist, also falls sie klassisch differenzierbar ist, so ist die normale Ableitung y' die schwache Ableitung. Ja, das heißt also, wenn eine Funktion klassisch differenzierbar ist, dann ist sie auch schwach differenzierbar und die beiden Ableitungen sind die gleichen. Warum ist das richtig? Naja, also wenn y aus C1 ist, dann weiß ich ja, dass die partielle Integration möglich ist mit der richtigen echten Ableitung y'. Und nach unserer Definition von gerade ist dann auch diese Funktion y' ist dann eben auch die schwache Ableitung. Das heißt also, wenn eine Funktion wirklich klassisch differenzierbar ist, dann ist sie auch schwach differenzierbar und die Ableitungen sind gleich und das ist auch das, was wir gehofft hätten. Ja? Sonst wäre es keine Erweiterung unseres Ableitungsbegriffs. Jetzt ist die nächste Frage, gibt es überhaupt Funktionen, die nicht normal differenzierbar sind, die aber schwach differenzierbar sind? Und da denkt man vielleicht jetzt genau an unsere Funktion f von oben. Und wir zeigen mal, dass diese Funktion tatsächlich schwach differenzierbar ist. Und dazu schauen wir uns mal an, das Integral von minus 1 bis 1, f von t, phi' von t, dt, das ist also die rechte Seite von unserer Definition da vorne. Okay, ich setze das f mal ein, das ist also Integral minus 1 bis 1, t-Betrag, phi' von t, dt. Na, im Bereich für t kleiner 0 ist der Betrag gleich minus t, ansonsten ist es plus t. Das heißt, das ist das Integral von minus 1 bis 0, minus 1 bis 0, t mal phi' von t, dt, plus das Integral von 0 bis 1, t mal phi' von t, dt. Okay, das ist wunderbar, ja. Das sind klassisch differenzierbare Funktionen, die da stehen, t und minus t. Das heißt also, ich kann partiell integrieren. Das t leite ich ab, das phi leite ich auf. Und dann steht da das Integral von minus 1 bis 0. 1 mal phi von t dt. Ja, das Vorzeichen dreht sich dabei um. Ups. Plus das Integral von 0 bis 1, t leite ich wieder ab, gibt 1 mal phi von t dt, das integriere ich da vorne. Achso, und jetzt wird es natürlich hier vorne minus. Ja, kriege ich das weg da vorne, jawohl. Minus Integral 0 bis 1, 1 mal phi von t dt. So, und dann kriege ich noch Randwerte. Die Randwerte bei minus 1 und 1, die sind 0, ja, weil das Phi kommt aus C0 von minus 1, 1. Hätte ich vielleicht sagen sollen, das ist natürlich genauso eine Funktion. Ja, also Phi Element C unendlich, C0 unendlich von minus 1, 1. So, und das bedeutet, der linke und rechte Rand verschwinden und dann in diesem Randwert, der hier vorkommt, da fällt also phi von minus 1 und phi von 1 fallen weg. Das heißt, das Einzige, was überbleibt, ist hier vorne, da kommt noch dazu ein phi von 0 mal t mal phi von 0 und hier vorne kommt dazu, ja, vielleicht sollte ich das hier doch richtig machen und diese Randwerte aus der partiellen Integration einmal hinschreiben. Das ist also einmal hier t mal phi in den Grenzen von minus 1 bis 0 und hier vorne kommt dazu ein Minus t mal phi in den Grenzen von 0 bis 1. Okay, und jetzt kann ich die Argumentation bringen, die ich gerade schon benutzt habe. Phi von minus 1 ist gleich phi von 1 ist 0. Das heißt, es bleiben nur die Terme bei 0 stehen. Aber da ist natürlich das t 0. Das heißt, alles, was da steht, ist 0. Und am Ende haben wir, das ist das Integral von minus 1 bis 0, phi von t dt. Das schreibt man einmal hin. Integral minus 1 bis 0, phi von t dt.
minus das Integral, und ich habe hier noch ein Minus, Minus, und hier schreiben wir ein Plus, so, Integral 0 bis 1, Phi von t dt. Und ja, also die Vorzeichen stimmen jetzt gerade, das ist gerade viel ausrechnen. Und das heißt, das ist mit der Definition Signum von t gleich minus 1 für t kleiner 0 und 1 für t größer als 0, ist das, was da steht, nichts anderes als minus das Integral von minus 1 bis 0, Signum von t mal Phi von t dt, minus 1 bis 1. Signum von t, Phi von t dt. Okay, das heißt also, es gilt Integral minus 1 bis 1 f von t phi Strich von t dt gleich minus dem Integral minus 1 bis 1 Signum von t phi von t dt. Das heißt, nach unserer Definition oben gilt die Signumfunktion ist Ableitung, schwache Ableitung von t-Betrag. Das heißt also, es gibt jetzt Funktionen, die schwach differenzierbar sind, die aber nicht im klassischen Sinne differenzierbar ist. Das heißt, wir haben jetzt unseren Ableitungsbegriff ein bisschen erweitert. Die Vermutung wäre jetzt vielleicht, naja, vielleicht haben wir ja Glück und tatsächlich ist es jetzt so, dass alle Funktionen differenzierbar sind. Ja, das könnte ja sein. Und da wollen wir uns mal anschauen, die Signumsfunktion selbst. Und ich behaupte, die Signumsfunktion ist nicht differenzierbar und das wollen wir uns auch mal angucken. So, schauen wir uns also mal an das Integral von minus 1 bis 1, Signum von t, mal Phi Strich von t dt. Und wenn die Signumsfunktion differenzierbar wäre, dann müssten wir das jetzt schreiben können als Integral von minus Integral von minus 1 bis 1, eine Funktion mal Phi von t dt. Okay, wir machen dasselbe wie gerade und teilen erstmal wieder auf. Das ist also das Integral von minus 1 bis 0. Das Signum von t im Intervall von minus 1 bis 0 ist minus 1. Das heißt also, das ist minus das Integral von minus 1 bis 0, Phi Strich von t dt. Und diese Funktion ist 1 im Intervall von 0 bis 1. Also haben wir plus das Integral von 0 bis 1, Phi Strich von t dt. Ja, und jetzt ist aber ganz einfach. Ja? Also Integral 0 bis 1 Phi Strich von t dt, das ist einfach Phi von 1 minus Phi von 0. Und das hier vorne, ups, das ist Phi von 0 minus Phi von minus 1, aber noch ein Minuszeichen davor, das ist das Phi von minus 1. Minus Phi von 0. Ja. Okay, das heißt, jetzt können wir wieder argumentieren, das Phi ist aus C0 unendlich, das heißt, die Randwerte fallen weg, Phi von 1 ist Phi von minus 1 ist 0 und was überbleibt, ist minus 2 mal Phi von 0. Okay, das ist ein bisschen doof, das kann ich natürlich nicht schreiben in der Form Integral minus Integral von a von minus 1 bis 1 u von t, phi von t, dt. Okay, wenn das nicht geht, heißt das, die Signumsfunktion ist nicht differenzierbar. Ist nicht schwach differenzierbar. Das heißt, wir haben unseren Ableitungsbegriff erweitert, aber nach wie vor gibt es natürlich Funktionen, die nicht differenzierbar sind. Und wenn wir uns mal angucken, was ist der Unterschied zwischen der Betragsfunktion und der Signumsfunktion? Naja, die Betragsfunktion ist zumindest mal stetig und die Signumsfunktion ist nicht mal mehr stetig. Und tatsächlich wird sich herausstellen, diese schwach differenzierbaren Funktionen, die müssen zumindest mal stetig sein. Und das ist eine Voraussetzung, die wir nachher noch beweisen werden.